Hallöchen. Ich habe mir schon Tee genommen. Nein, ich nehme mir noch kurz einen Tee. Also, das sind jetzt meine letzten Tage in Leipzig und ich habe das jetzt nicht vorbereitet. Ich wollte einfach mal losquatschen und zwar so ein bisschen Cora Publikum sozusagen Resümee ziehen über Leipzig oder einfach so ein bisschen zurückschauen auf meine Zeit hier und ja, dich so ein bisschen teilhaben lassen, wie das alles kam und so. Ja, ich bin 2012 nach Leipzig gezogen und die kleine Vorgeschichte, warum ich nach Leipzig gezogen bin, ist, dass ich habe vorher in Berlin gewohnt und war da total erfüllt, ganz viele Jahre. Habe dann meine Heilpraktiker-Ausbildung gemacht, Dozentenausbildung, habe da als Dozentin an der Heilpraktikerschule gearbeitet, richtig schönes Zuhause so, also die Schule und auch meine Wohnung und so, die ich da hatte. Und dann bin ich 2009 auf Weltreise gegangen und war da total viel im Grünen und habe gemerkt, als ich zurückgekommen bin, ich kann nicht mehr in der Stadt leben. Ich will es irgendwie kleiner, grüner, gemütlicher und sozialer auch, also so näher von den Menschen her. Und genau, und konnte mir aber damals noch nicht vorstellen, dass ich jetzt von Berlin aus aufs Dorf ziehe. So, ne? Und dann fing es das an, dass ich. Dieser Prozess hat dann ungefähr 1,5 Jahre gedauert. Mir verschiedene Städte in Deutschland angeguckt habe, die so in Frage kamen, von denen ich so gehört habe. Da war zum Beispiel Freiburg dabei, da hatte ich immer gehört, tolle Stadt. Da war Köln dabei, da habe ich eine liebe Freundin gehabt, oder habe ich immer noch. Und Lüneburg, da war eine Uni, die mich interessiert hat und so. Und irgendwann war dann meine Liste an Städten leer und dann wusste ich nicht mehr, was passiert. Und dieser ganze Prozess dauerte dann so 1,5 Jahre, bis mir ein Mann, den ich damals kennengelernt habe, gesagt hat, hey, geh doch nach Leipzig. Probier doch mal Leipzig aus und so. Und dann dachte ich, okay, gucke ich mir mal an. Und dann bin ich da ein Wochenende hingefahren und war total begeistert. Also ich habe mich so super wohl gefühlt. Es war eine Stadt im Osten, ich habe mich super zu Hause gefühlt. Ich dachte so, oh, da sind so Menschen wie ich, es gibt eine alternative Szene. Und dann bin ich noch ein zweites Wochenende hingefahren, weil ich gucken wollte, bestätigt sich das, geht es mir wieder so gut? Und ja, es war wieder so toll. Und dann hat es ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis ich tatsächlich nach Leipzig gezogen bin, habe mir dann erstmal für einen Monat ein Zimmer untergemietet, also so temporär, um mir dann vor Ort was zu suchen, weil ich gemerkt habe, es war super anstrengend, von Berlin aus immer hinzufahren wegen irgendeiner WG-Besichtigung. Ich kannte damals niemanden in Leipzig. Und ja, deswegen war es mir wichtig, in eine WG zu ziehen. Wer sich so ein bisschen in Leipzig auskennt, ich war dann erst in Schleusig diesen Monat. Das war richtig schön, so eine Dreier-WG, auch sehr kuschelig so. Und bin dann in den Osten gezogen, in eine Fünfer-WG, genau so eine ganz schicke Altbauwohnung. Wir hatten einen, weiß nicht, 20 Meter langen Flur und da gingen dann so die Zimmer ab. Und da habe ich dann ein Jahr gelebt und die Anfänge von Leipzig waren so, dass ich hatte mir auch eine Freundin empfohlen, also alle, die neu in irgendeine Stadt kommen, schaut mal bei Facebook, ob es da so eine Gruppe gibt, neu in Leipzig oder die Stadt, die ihr halt, in die ihr wollt. Und das war so meine Rettung. Die ersten 1,5 Jahre habe ich ganz viel mit dieser Gruppe gemacht. Es war eine sehr aktive Gruppe. Ich habe dort meinen ersten Freundeskreis kennengelernt, mit dem ich wirklich, also ich kann sagen, in den ersten 1,5 Jahren in Leipzig, ich habe noch nie so viele neue Sachen ausprobiert. Wir waren in sämtlichen Discos, in sämtlichen Kneipen, wir waren wandern, also wir haben alles ausprobiert. Karaoke, Kino natürlich auch, irgendwelche Museen und alles, was es gibt, so. Und wir hatten richtig viel Spaß und ich habe die Zeit sehr, sehr genossen. So, wir waren auch essen und es
Es war ein schöner Austausch. Und dann gab es noch, also das war so mein einer Freundeskreis. Und dann habe ich gleich bei den Wochenenden, wo ich mir Leipzig angeschaut habe, habe ich Couchsurfing gemacht bei einer Frau, die im Hausprojekt gewohnt hat. Und die war in einem Frauenkreis und hat mich da auch direkt mitgenommen. Es war so eine offene Gruppe. Und dieser Frauenkreis war wirklich, also das hat mir all den Halt gegeben, weil dort konnte ich von Anfang an mit Menschen ganz tiefe Verbindungen haben. So, ne? Das bei Neuen Leipzig, das war eher so locker flockig, das Leben genießen und ja, einfach Spaß haben und viel Neues ausprobieren. Und bei dem Frauenkreis, da habe ich sozusagen so diese Sehnsucht nach Tiefe, nach bewusstem Sein irgendwie genährt und habe da total tolle Frauen kennengelernt. Und das sind auch die sozusagen, zu denen ich heute noch auch Kontakt habe, was sich so durchgezogen hat. Und nach ungefähr 1,5 Jahren hat sich mein Freundeskreis dann gewechselt, weil ich gemerkt habe, ich möchte irgendwie mehr Tiefe wieder in meinem Leben haben, so von den Begegnungen, von den Freundschaften. Und habe dann bei einem Verein mitgemacht, Meersburger Straße e.V. Und wir haben ein riesiges Straßenfest organisiert. Und da habe ich dann sozusagen so meinen zweiten Freundeskreis in Leipzig kennengelernt, wo ja, wir dieses Fest organisiert haben und dann auch dort mit den Leuten habe ich dann halt viel gemacht. Das war dann eher so gemütliches Beisammensein, irgendwelche Partys organisieren und ja. Und dann ging es irgendwie, brauchte ich sozusagen, also dann kam das Honolulu. Habe ich dann kennengelernt, die Christine, die das macht oder angefangen hat, die hatte so ein Nähcafé, wo ich immer im Winter hingegangen bin. Einmal in der Woche hat sie so ein Essen gemacht, wo man dann handarbeiten konnte. Und irgendwann, ich glaube nach einem halben Jahr oder so, wo ich da war, hat sie dann rumgeschrieben, hey, ich möchte gerne daraus ein Gemeinschaftsprojekt machen, wer hat Lust? Und dann haben wir uns zu sechst da zusammengefunden und haben das Honolulu gegründet. Und das Honolulu war ein Gemeinschaftsort, den ich sozusagen mitgetragen habe. Und da ging es um Begegnungen und gegenseitiges Unterstützen bei den Projekten, die man so ins Leben bringen wollte. Ich habe da auch meine Praxis gehabt, meine ganzen Seminare und Kurse gegeben. Und dann hatten wir noch eine Frau, die so soziales Kochen machte. Dann haben wir eine Autorin gehabt und also wir kamen wirklich aus verschiedensten Richtungen und es war richtig schön. Und ich habe dort gemerkt, wie toll es ist, einen Ort zu erschaffen, wo Menschen sich begegnen können. Und zwar auf eine unterstützende, stärkende Art und Weise. Das war so unser Ansinnen. Das war so der Spirit, der da so mitgeschwungen ist. Und wir haben dann auch irgendwann gemerkt, es geht auch mehr um den Spirit, den wir da zusammen kreieren, als um den Ort tatsächlich. Also der könnte auch woanders sein. Und nach und nach, die Lebenswege gehen dann so halt auseinander, zogen dann sozusagen das Kernteam, zog es irgendwie weiter. Dann haben wir große Probleme mit dem Vermieter bekommen, der wollte uns da raus haben, nachdem wir das Ganze saniert hatten. Wir haben das ja, das war auch so ein Gemeinschaftsprojekt, was uns sehr zusammengeführt hat, so mit natürlichen Materialien so einen Raum ausgebaut. Also ich habe gelernt, wie man Lehmwände verputzt, ich habe gelernt, wie man Fenster einbaut, wie man Fußböden einlegt, Dielenfußböden, und das alles mit natürlichen Materialien. Und es war echt cool, so damit zu arbeiten. Und ja, leider gibt es das Honolulu jetzt seit Anfang des Jahres nicht mehr. Es kamen dann leider keine neuen Menschen nach, die das so richtig mitgetragen haben. Wir hatten Untermieter, aber nicht so, hey, übernehme auch Verantwortung. Und
Ja, und dann auch das mit dem Streit halt mit dem Vermieter. Dann irgendwann haben wir gemerkt, okay, es scheint zu Ende zu sein. Aber die Erfahrung war halt so schön zu merken, also so, ich werde es auf jeden Fall wieder irgendwo machen, wenn ich mich mal wieder niederlasse, weil das ist richtig was Wertvolles, so einen Ort zu schaffen und einen Ort zu haben, wo sich Menschen treffen können. Ich habe es ja schon gesagt. Genau. Und dieses Honolulu da ist, das war dann sozusagen so mein dritter Freundeskreis, würde ich sagen, der dann da entstanden ist. Beziehungsweise dann kam auch so meine Rohkostzeit. Vor 2,5 Jahren ungefähr fing das an, dass ich zu den Rohkostpicknicks gegangen bin und da auch nochmal neue Leute kennengelernt. Weil ich merke so, ich entwickle mich irgendwie ziemlich schnell in unterschiedlichste Richtungen. Und deswegen gucke ich dann auch immer, da ich weiß, irgendwie ich habe nur eine bestimmte Zeitspanne, die ich so mit Beziehungen füllen kann, dass ich ja dann auch, dass da immer neue Leute kommen und manche ich halt nicht mehr sehe. Da ist dann nichts vorgefallen oder so, aber die Zeiten ändern sich einfach. Und jetzt habe ich halt, also ich habe immer noch ganz, ganz lieben Kontakt zu Frauen aus dem Frauenkreis. Da sind mir wirklich, habe ich ganz, ganz liebe Freundinnen gewonnen, so die ich halt jetzt schon über 5 Jahre kenne und wo das auch, wo ich auch weiß, dass es weitergeht, egal wo ich bin. So, ja. Und ja, und gestern habe ich so gemerkt, dass ich jetzt hier, wo ich gerade bin, in dem Hausprojekt auch so einen Kreis schließt, weil ich habe quasi angefangen in einem Hausprojekt, ne, als ich mir Leipzig angeguckt habe. Das war damals noch in der Merseburger Straße, aber in dem Hausprojekt kenne ich mittlerweile niemanden mehr. Und jetzt bin ich hier in einem anderen Hausprojekt in Leipzig. Und ja, da schließt sich quasi so ein Kreis. Und ja, ich habe hier viele tolle Erfahrungen gemacht, viele tolle Menschen kennengelernt. Und kann die Stadt wirklich sehr ans Herz legen, weil die wirklich sehr grün ist und du kannst wirklich tolle, tiefe Kontakte haben und die Menschen sind freundlich. Das war ja wirklich, als ich aus Berlin kam, ich weiß noch so am Anfang, ich war immer ganz erstaunt, wie freundlich die Menschen hier untereinander sind, ne? Und dass sie zugewandt sind, dass sie Lust haben aufeinander und dass viel Platz ist für kreatives Ausprobieren. Ich habe ja hier auch ja, 5 Jahre meine Praxis gehabt und da auch mich weiterentwickelt. Ich habe hier als Dozentin an der Heilpraktikerschule gearbeitet. Ich habe ganz am Anfang als Start für eine Agentur gearbeitet und in Hotels massiert. Das ist wirklich ein guter Start in der Stadt, so wenn man das kann. Da einfach ja, schnell sozusagen an Geld zu kommen, ohne dass ich jetzt schon eigene Klienten oder sowas haben musste. Ich habe eins, zwei, ich glaube drei verschiedene Praxisorte hier tatsächlich gehabt. Also dadurch, dass ich öfter so umgezogen bin auch, ich habe eins, zwei, drei in 4 verschiedenen Wohnungen gewohnt in den 5 Jahren, die ich hier bin. Ja, war schon eine bewegte Zeit. Und ich bin sehr, sehr dankbar. Und es war sozusagen so ein Zwischenschritt für das Neue, was jetzt kommt. Und jetzt, nach diesen 5 Jahren, bin ich quasi an dem Punkt, wo ich sage, ja, jetzt kann ich mir wirklich vorstellen, aufs Land zu ziehen. Von Berlin aus ging das nicht. Aber jetzt bin ich so weit, dass ich sage, ja, jetzt kann ich auch in die Walachei irgendwo ziehen, wo keine Kultur ist, weil ich immer mehr gemerkt habe, ich nutze das gar nicht mehr so. Am Anfang war es sehr stark, aber jetzt ist es irgendwie, bin ich mir selbst genug oder mir sind einfach Leute wichtig oder ich habe meine eigenen Projekte, an denen ich arbeite und das kann ich überall machen. So. Und ich möchte gerne so eine Basis im Grün haben, wo ich dann weiter starten kann. Und ja, und dann halt, ja, dann kann ich ja immer noch an Orte gehen, wo ich dann mehr Kultur habe, wenn ich das will.
Ja, gibt's noch was? Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar für die Zeit hier. Und bin jetzt sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich weiß ja noch nicht. Ich werde jetzt als nächstes mal zu meinen Eltern fahren und dann schauen, was irgendwie kommt. Als nächstes. Ich habe ja den Ort auf dem Land noch nicht gefunden. Also der Weg geht quasi weiter, das Umherziehen. Ja. Ich glaube, ich lasse es da. Ich hoffe, du konntest was davon mitnehmen.